Ja, moin meine Lieben und willkommen hier bei meinem Kanal Schwungvoll. Hinter mir seht ihr einen wahren Sportwagen. Über 400 PS, Allrad, unter 4 Sekunden von 0 auf 100 und das Ganze ist ein wahrer White Porsche Killer. Denn die Rede ist nicht von meinem Taycan, sondern tatsächlich vom Brabus des Hashtag One von der Firma Smart. Ja, das ist aus dem Smart geworden und wenn euch das interessiert, warum das ein Porsche Killer ist, dann bleibt dran, nach dem Intro geht's sofort los. Das ist jetzt für mich auch nicht leicht, ja. Da hinten, da habe ich mir selber einen Traum erfüllt. Das hier ist von mir der genannte White Porsche Killer. Ja? Ja? Der Fahrer heißt auch nicht Holgi, sondern das ist mein Kumpel Eddie. Und Eddie sagte, Mensch, komm doch mal in Buxtehude vorbei. Und da sind wir jetzt hier schön im alten Land, direkt vor den Apfelbäumen und so weiter. Und er sagte, lass uns doch mal den Smart angucken, den ich jetzt habe. Ja? Und mir nichts, dir nichts, ist aus diesem Smart ein Brabus geworden. Und das war jetzt ungelogen. Der ist tatsächlich von 0 auf 100 schneller als mein Porsche und damit über eine Sekunde tatsächlich. Der ist in 3,9 Sekunden auf 100, hat auch noch Allradantrieb. 20 Minuten später. Und der kostet gerade mal 48.990 Euro. Ist jetzt kein Nur und es ist für einen Smart echt viel, aber der Smart ist auch kein Smart mehr. Es ist kein Elefantenrollstuhl mehr, wie ihr es jetzt seht hier. Das ist wirklich ein ausgewachsenes Fahrzeug geworden. Größe, ich würde sagen, Kia e-Niro oder auch Hyundai Kona Format ungefähr. Ja, den gucken wir uns jetzt mal eben ein bisschen an und dann muss ich nachher noch leiden, weil ich soll das Ding auch mal eben treten und danach steige ich meinen Porsche ein und weine, weil im Porsche weint es sich leichter. Was Geely, die übrigens auch die Marken Polestar zum Beispiel, Link & Co. und Volvo auf den Markt bringen, hier mit dem Smart gemacht haben, da muss man sagen, okay, ist das doch ein Smart, aber man kann ganz einfach sagen, es ist tatsächlich wirklich ein Schnapper. In den Preisregionen ein Fahrzeug dieser Größe mit dieser Leistung, wie gesagt, der hat eine vernünftige Bremsanlage drinne, der hat 19 Zöller jetzt in diesem Fall drauf, der ist unter 50.000 zu haben, der beschleunigt in unter 4 Sekunden und ich kann es nicht oft genug erwähnen, auf 100. Eine Ewigkeit später. Und der hat auch noch eine Höchstgeschwindigkeit von 180. Das Ganze auf einer Länge, wie es ein ID3 zum Beispiel ist. Also der jetzt in dieser Ausstattung, ist ja die Sportausstattung so ein bisschen, liegt bei 4,30 Meter. Da liegt auch ungefähr ein ID3. Ja. Gibt aber ganz viele Unterschiede. Also der Preis ist schon mal nahezu identisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mein ID3 damals als First, der hat auch um die 48 gekostet. Und jetzt guckt euch das hier an. Ein ID3, 204 PS und was war das noch? 204 PS und 160 km/h wollte ich sagen. Und hier bist du bei 180 km/h. Gerüchte sagen, dass das vielleicht auch in Zukunft aufgehoben wird. Der spielt halt jetzt wirklich an einer Leistungsregion. Da kann der mit Model 3 zum Beispiel teilen. Klar ist Model 3 bei 200 km/h, weiß ich. Aber preistechnisch muss ich schon sagen, klar, es muss ja nicht immer Tesla sein. Und Nutzfaktor ist gar nicht so gering. Das will ich euch mal zeigen. Denn zum Beispiel hat der Smart Hashtag One einen Frunk. So, wie ihr seht, seht ihr erstmal nichts, aber hier vorne unter dieser kleinen Klappe, so, da ist ein kleines Fach unter, in diesem Falle Erste-Hilfe-Set drin, aber das reicht auch zum Beispiel, wenn man es ein bisschen klein zusammenpackt, für ein Ladekabel und so weiter und dementsprechend, ja, jetzt können Sie wieder sagen, aber Tesla Beste, nein, ich finde das geil, dass Sie sich Gedanken machen,
das hier alles ein bisschen zubauen und so weiter, weil in einem Elektroauto gibt es nicht viel zu sehen und dementsprechend finde ich das genau richtig, wie das jetzt hier bei dem Smart ist, dass man dementsprechend da den Raum, den man hat, doch noch irgendwie mit einem kleinen Fränkchen, möchte ich es fast nennen, nutzt. Aber warum denn nicht? So, also übrigens hat der Taycan auch, aber ID3 zum Beispiel nicht. So, und erzählt es mir eben, schreibt es in die Kommentare, ich habe es gerade nicht am Schirm. MG4 glaube ich auch nicht, oder? Das muss man rausknallen, das musst du richtig knallen lassen. Mache ich gleich, wir machen erstmal weiter hinten am Kofferraum. Kofferraum war beim Smart ja nie besonders groß, wissen wir ja alle. Ist jetzt beim Hashtag One auf den ersten Blick auch nicht, ja, groß. Aber darunter habt ihr tatsächlich ein recht großes Fach. Und da sind dann so Dinge wie Ladekabel drin, Warnwesten drin, Verbandstasche nochmal drin, Warndreieck und so weiter. Das ist wirklich groß, das geht bis da hinten hin. Also da, jetzt mein Arm ist weg und kann gut genutzt werden. Rücksitzbank, fast schon standardmäßig. Zwei geteilt, zwei Drittel, ein Drittel, ja, mit einer Durchreiche. Wo hat man denn das noch? Das wird so oft weggekratzt, also hier einfach hier ein Kreuz von denen mit den spitzen Bleistiften, die kennt ihr. Und dann gibt es ja keine Durchreiche mehr. Hier mit dem könnt ihr tatsächlich einen Baumarkt und irgendwelche Latten holen, wenn ihr nicht mehr alle Latten am Zaun habt. Ansonsten, Heckklappe hier in 5 Stufen einstellbar. Ja, also habt ihr so Vorgaben, so dick, 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 wenn die Garage mal ein bisschen flacher ist, ja. Aber man muss sagen, ich zeige euch das mal von der Seite hier. So hoch über das Dach ragt die gar nicht hinaus. Also ja, ist ein bisschen schon, ne? Aber der Smart, der ist natürlich auch in der Höhe ordentlich gewachsen. Und da guckt man jetzt bei ihm drauf. Und für die, die es jetzt noch nicht wissen, ne? Übrigens, Smart gibt es schon länger als Viertürer. Ist jetzt auch wieder ein Viertürer. Wir kannten ja den eigentlichen Elefantenrollstuhl nur als Zweitürer. Ich habe eben den Kofferraum erwähnt. Ihr könnt dann noch ein bisschen an der Tiefe gewinnen, indem ihr die Rückbank einfach nach vorne schiebt. 10 cm in der Tiefe lässt ihr sich nochmal verstellen. Damit gewinnt ihr nochmal ordentlich Platz im Kofferraum. Ja, für die hinteren Sitzplätze wird es ein bisschen enger werden, aber ey, wir reden ja hier vom Smart, ne? Und ganz im Ernst, ich kann es doch mal sagen, da steht mein Porsche. So viel Platz ist da auch nicht hinten. So, der Kofferraum hinten ist aber größer tatsächlich. Ja, Höhe gefühlt doppelt so hoch wie mein Porsche. 1,65 schätze ich mal mit Dachreling. Also es steht ohne Dachreling 1,63. Das sind immer so 2 cm on top. Aber total cool. Ich meine, wir reden jetzt hier von einem SUV oder Sportskompakt-Vehikel oder was. Nennt es, wie ihr es wollt. Egal. Guck mal hier. Rahmenlose Türen. Ist das geil? Also es ist ja schon, ne, fast wie bei einem Coupé. Also, wieder. Da haben sie sich was einfallen lassen. Schick. Schick ist das. Ja, ansonsten aber auch, gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Ist jetzt klar, ist die Speerspitze von Smart. Das Ding, teurer geht's eigentlich nicht, ne? Ich sag's nochmal, 48.990 Euro. Hat einen Beat-Audio-System, das knallt richtig gut, also soundtechnisch echt gut. Verarbeitung im Interieur total gut. Immer hier auch so ein paar Farbtupfer drin. Die Gurte sind rot. Gucken wir uns gleich das an. Rote Steppnähte in den Türen und so weiter. Und beleuchtete Einstiegleisten. Und tatsächlich laden kann er auch. Der lädt CCS natürlich. Ist halt ein Standard. Ne? Mit 150 kW. 150 kW reichen dann für den Smart, um den Akku voll zu bekommen. 10 auf 80. Circa 30 Minuten und yeah, bam! Da ist er schneller, so! 800 Volt Technik nämlich, ja? Nicht 400 Volt Technik, ja? Da kannst du gerade mal eine Pinkelpause machen, ist ja schon wieder voll. 15 Minuten oder 12 oder was weiß ich, was das ist. Egal. Lass uns nicht so viel. Lass uns mal den Innenraum angucken, weil Software kann er tatsächlich auch. Übrigens, genau wie der da hinten, der weiße, Keyless Go. Der Schlüssel liegt jetzt drinnen, deswegen fahren jetzt hier gerade die Türgriffe nicht raus. Aber normalerweise bei Annäherung fahren die Griffe sofort raus. Ihr steigt ein, ihr braucht auch keinen Startknopf zu drücken, um zu fahren. Ne? Der ist gleich an. Und ja, eigentlich wollte ich aber zeigen, das System kennt man, ne? Hier reindrücken, da kommt er raus.
und man öffnet die rahmenlose Tür. Ja, lass uns einfach einsteigen, wir gucken mal eben. Eieiei. Kopffreiheit hat man und man hat auch ein Glasdach. Kann man aber auch komplett zufahren. Mega, oder? Das geht im Porsche auch nicht. Man kann natürlich so ein elektrisches Verdunklungsgedöns nehmen beim Porsche, ja, kostet aber natürlich mega Geld. Und hier habt ihr es eigentlich, wie im ID3 zum Beispiel, ne? Ist perfekter Sonnenschutz. Ich lasse es mal eben offen. Ich mag Licht von oben und fürs Bild ist es auch besser. Ja, ansonsten kann ich mal hier zeigen, die Sitze, was ich meinte, ne? Die haben jetzt zum Beispiel hier noch diese roten Einleger. Hinten in der Kopfschütze hier, das B nochmal drinne, die roten Gurte seht ihr. Also hier mit den Steppnähten, das finde ich super schön hier. Und Alcantara. Tatsächlich Alcantara im Ledermix. Finde ich gut. Und auch von den Sounds her, pass mal auf, hört euch das mal an hier. Geil, oder? Voll gut. Ein Mittelfach, da könnt ihr fast einen Sechserträger mit reinstellen und das Ding ist auch noch klimatisiert, das habe ich nicht. Da könnt ihr mal in eine Klimaanlage und die machen das Ding richtig kalt, also Wahnsinn. Und hier vorne ist so ein kleiner Halter für die Ladekarte, finde ich auch sehr intelligent gelöst. Ansonsten USB-C, State of the Art und das Lenkrad unten abgeflacht, ist so ein Brabus. Nö, da muss man ja abflachen. Alcantara überlässt hier keine Rätsel oder so. Muss ich echt sagen, also. Da haben die echt gut gemacht. Man muss jetzt immer überlegen, das ist jetzt der erste Smart von Geely, ja? Und der ist ja dann nachher auch baugleich mit dem Volvo so ein bisschen. Also, na klar, unterscheiden die sich in der Art und Weise, wie sie drinnen bedient werden. Aber das, was jetzt Geely hier mit dem Smart gemacht hat, das ist schon echt was Feines, ne? Übrigens, wo ich eben bei der Dachbedieneinheit war, hier, der Brillenfach. Hab ich einen Porsche nicht, denn da ist oben kein Brillenfach. Total Murks. Lass uns mal auf das Zentraldisplay gucken. So, das ist das eine Display, das ist das andere Display. Also, ihr habt hier nochmal ein kleines Hauptdisplay, da seht ihr dann Sachen wie Geschwindigkeit und so weiter. Ja, wie gesagt, habt ihr gemacht, keinen Anschaltknopf oder so, gar nichts, ne? Also, seht ihr, nichts, nüschte. Und das ist das große Hauptdisplay. Da haben wir jetzt schon ganz viele gezeigt. Ich will euch nur eben die Geschwindigkeit zeigen. Ne? Also, zack, zack. Ne? App Store brauchen wir jetzt nicht. Was machen wir denn hier? Energiemodus, ne? So. Ich will euch nur eben zeigen, wie schnell das ist. Wenn ihr jetzt Details dafür haben wollt, was könnt ihr da machen, dann gerne. Eddie sagte mir selber, da sind noch so ein paar Bugs drin. Zum Beispiel zeigt er ja hier an, wie schnell darfst du fahren. Das macht er hier auch. Aber es kann tatsächlich mal dazu kommen, dass die Anzeige und die Anzeige nicht synchron sind. Und dann sagt er mal hier, du bist so schnell oder du bist so schnell hier. Und hier steht 100 und da steht 80. Und ja, also da müssen sie noch ein bisschen üben. Ne? Das ist das eine Thema. Und dann, das seht ihr vielleicht jetzt hier, er hat noch kein CarPlay. Das soll später kommen, das kennen wir dann schon von Volvo bzw. von Polestar. Beim Polestar hat es jetzt auch lange gedauert, bis CarPlay kam, ist endlich da. Aber dementsprechend hat es halt gedauert. So, hier habt ihr nochmal so ein Schnellmenü, so ein Quick-Menü. Da könnt ihr zum Beispiel hier auch länger drücken und dann könnt ihr euch die anderen da reinschieben. Ganz wichtig, da oben, guck mal, Head-Up-Display, der hat auch ein Head-Up-Display. Natürlich hat er ein Head-Up-Display, ist ja smart. Braucht er ja. Also total gut, ne? Also Spiegel einklappen und so weiter. Der Ermüdungssensor ist ein bisschen verbessert inzwischen. Der hat lange. Jetzt hat der Eddie einfach jemanden angerufen hier. der hat lange gebraucht, bis er vernünftig funktionierte. So, und ansonsten virtuellen Motorsound und so weiter, seht ihr auch. Das ist schon sehr durchdacht alles. Klima. So, viele monieren hier so ein bisschen die Lebensdauer des Luftfilters, wenn das ein HEPA-Filter ist und so weiter, 83%, dann dürfte der nach 10.000 gewechselt werden, das wäre ein bisschen früh, aber gut, da wird man dann sehen, was da am Ende bei rauskommt. Ansonsten,
Ihr seht also, ne, es ist einfach schnell hier. So, da hinten seht ihr meinen Porsche nochmal. Da draußen steht der Eddy rum. Es ist wirklich durchdacht. Ich bin wirklich hoch beeindruckt von dem, was Smart hier mit dem Fahrzeug gemacht hat. Ja, hier natürlich eine induktive Ladeschale, der USB-C und der Sound nochmal hier. Mega, oder? So, natürlich hat er auch noch einen Handschuhfach, ja, mit weiteren Warnwesten. Man kann nie genug haben. Auch das vom Sound her, hört ihr das? Mega! Also wirklich, Chapeau, gut gemacht. Aber jetzt wollen wir auch mal gucken, wie schnell so ein Auto auf 100 ist, wenn er schneller ist als mein Porsche. Ja, ich will eigentlich gar nicht. Und... Scheiße, was ist das denn? Alter! Leute, das ist... Fuck! Ich muss mir die Sonnenbrille tragen, also die Sonne steht echt bescheiden. Sorry dafür. Außer seht ihr mich dann nicht heulen. Eieiei, war das böse! Ja, Knas, was soll ich sagen? Der kleine Chinese hier hat meinen Porsche kaputt gemacht. Und das Ganze für nicht mal die Hälfte, ja? Und wenn ihr jetzt Bock habt, Oma, den Brabus zu fahren, hier unten steht's, Sternpartner Tesma. Geht mal hin, fragt nach, ist eine große Gruppe, die haben bestimmt auch mal Brabus auf Lager, ja? Und, aber eigentlich kann ich jedem, der jetzt irgendwie einen schönen Sportwagen fährt zu Hause, ja? Lass das. Das Ding, das macht es einfach kaputt. Und ihr denkt, scheiße, das ist doch nur Smart, ja. Ja, also ich rette mich jetzt hier nur so ins stille Kämmerlein zurück, indem ich mich freue, dass mein Porsche da hinten so individuell ist, wie ich ihn zusammengestellt habe. Das bietet dir Tesla nicht, das bietet dir Smart nicht, ja. Da kannst du ja alles konfigurieren, so wie du es haben willst. Ist aber auch so der einzige Lichtblick, den ich jetzt gerade noch habe. Da kommt ein kleiner Chinese, ja, der mal smart war, Gili, und haut da sowas raus. In diesem Sinne, ich gehe jetzt in meinen Porsche. Der Porsche Holz ist schöner und fahre jetzt nach Hause. Grüße aus dem alten Land und bis zum nächsten Mal.